Willkommen zurück zu den nächsten 5 C64-Spielen. Ob es auch 5 werden, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob es nur Spiele werden. Mit der Mietz. Taschen. Und hier ist der Vito. Bounder. Control Bounder, ein Tennisball, mit dem du durch jedes Level springst, aber nur auf den grauen Feldern, wenn du dann... Was? Aber nur auf den grauen Feldern. Wenn du daneben springst, fällt der Control Bounder in den Tod. Du kannst nicht über Bergewände springen, weshalb du außen herum gehen musst. Sorry. Jede Kollision kostet dem Boulder ein Leben. Jedoch gibt es eine Ausnahme. Du kannst auf frischem grünen Gras von Level 7 vorwärts springen. Aha. Hix. Wieso? Vieles klingt allerdings irgendwie nach 18. Jahrhundert Hafenkneipenmusik. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht sein muss. Das zum Beispiel. Okay, das ist neu. Und abgeschmiert. Ja. Ja. Spiel vorbei. Was machen kann ich jetzt auch nicht mehr? Na dann. So viel zu Bounder. California Games. Willkommen in Kalifornien. Geht zu all den Stränden, Parks und Straßen und gewinne Pokale für die Sportarten Halfpipe, Skateboarding, Footback, Rollschuhlaufen, Surfen, BMX Race und Frisbee werfen. BMX und Rollschuhlaufen. 80er Watts nicht mehr. Lies die Online-Anleitung, wie man zu den härtesten Spielern der Welt wird. Aha. Oder wie man das Spiel überhaupt versteht. Schauen wir mal rein. California Games, dabei dachte ich immer, das wäre Startups gründen. Schönheits-OPs machen lassen. Mit 16 die Hupen aufblasen lassen. Da 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 da. Da 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 da. Ai 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 ai. Hä? Okay, das ist also die Hymne Kaliforniens. La 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 la. Ich komme jetzt gerade auf Lemmy, aber das ist er doch nicht, oder? Nee, nee, das ist so ein 60er Jahre Ding auch. 60er, 70er. Ja. Uriah Heep oder sowas? Ach Gottchen. Möglich wär's. Practice One Event. Ja, ist irgendwie immer das gleiche. Ja. Die halbe Röhre, na dann. Zu der Zeit, als Tony Hawk noch nicht mal geboren war. Naja, das nicht unbedingt, aber. Als er noch kein Skateboard hatte. Ja, dann. Can't kick turn backwards. Aha. Was auch immer unser Spiel damit sagen würde. Turned too long. Too late for kick turn. Jo. So, das ist Halfpipe. Bin ich schon mal sauschlecht drin. Toll! Footback. Was ist denn das? Was? Ja, genau. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Was meinen die mit Footbag? Kennen die Nahrungsmitteltüten klauen? Es ist Hacky Sack. Es ist Hacky Sack. Und das soll ein kalifornisches Bier sein. Warte, warte, ist auf Hacky Sack. Ich hatte Möwe abgeschossen. Mit Hacky Sack. Reife Leistung. Diese Brutalität gegenüber Tieren, die in diesem Spiel propagiert wird, finde ich nicht tolerabel. Seagulls are not in season. Genau. Und Steven Seagal nennt sich Seagal und nicht Seagull. Wo wir aber in Kalifornien sind. Und er ist ein höchst unsympathisches Arschloch. Hat übrigens auch nur zwei Gesichtsausdrücke. Blöd und überrascht. Gut. Man hat man damals an Malibu Beach die Bräute mit Hacky Sack abbekommen? Ich glaube nicht. Und da kommt der Timer, was? Mhm. 5 in a row. Es sei denn, der Hacky Sack war mit Koks gefüllt. Half Axel. Half Axel. Full Axel. Ich kenne nur... Axel Foley. Und Horseshoe. Double Arc, Doda, Reverse Doda, Jester, Dizzy Dean, Headbanger. Aha. Das sind irgendwelche Sachen, die du machen kannst. Figuren. Also ein Axel und einen halben Axel kenne ich irgendwie vom Turmspringen oder so. Surfing. Aha. Ab geht's. Im Pazifik. Mit einem Hai um die Wette oder was? Ja. Genau. That gone quick. Ja, vom Bord gefallen. Das ist mein Land. Meine Welle und mein Schrank. Na, du schenkst es doch ganz gut. Oh, das ist eine Reihe. Ich hasse es, immer recht zu haben. Sogar schön, weil inzwischen Nacht im Weißen Hai mit weißer Hai-Musik. Da, 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 da. Warum werden Surfer so gerne vom Hai gefressen? Weil die, wenn sie sich auf ihr Board legen, um rausschwimmen, von unten, so im Gegenlicht, aussehen wie eine Robbe. Und das frisst der Hai nun mal gerne. Lecker Robbe. Lecker Robbe. Kratz mich, beheiß mich, gib mir Tiernamen, so eine. Und... Skating. Aha. Skater. She said see you later, boy, because you're a skater boy. Aber interessant, sind das jetzt schon noch Rollschuhe oder schon Skates? Und wer sind sie? Gut, man denn hier Schwung? Keine Ahnung.
Du rollst immer leise aus, oder was? Ja, irgendwie ja. Hm, doof. Ich weiß zwar, wie ich hüpfen kann, aber... Hm. Tja. Komisch. Spiel. Und du wirst überrundet. Hm? BMX? Na, da wissen wir doch, was es ist. Die 80er Sportart. Geek of the Week. Hm? Geek of the Week. Aha, der Geek. You really goofed. Mhm. Voll der tighte Slang dazu. Und wir Crowd saßen davor. Geek of the Week? Goofed? Hä? Chilled out. Ich dachte, jetzt kommt Batman. Na 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 na. Batman, ich meine, Führer! Das war Humorsen. Ja. Scheiß Spiel. Ja. California Games halt. Vollkommen unrealistisch. Realistisch wäre Coke stealen, Brüste vergrößern lassen, Startups gründen. Und mir fallen bestimmt noch zwei, drei Sportarten ein. Schlechte Filme drehen, Autos klauen. Was haben wir denn noch Schönes? You ate it. Hä? Ate it? Flying Disc. Ist gerade europäisch. Frisbee. Fritz B. Hm? Fritz B. Genau. Wer ist Fritz B? Ich kenne nur Fritzel. Haha. Genau. Höchststrafe für Rudolf Fritzel. Er wird zum EM-Maskottchen. Wow. 20 cm. Doch so viel. Hä? Das macht doch die Physiker nicht mit. Du kannst das Ding doch nicht nur 20 cm schmeißen. Das ist doch so wie senkrecht nach unten. Hä? Ja. Vielleicht auch irgendwie falsch. Nee, also zweimal im Grünen drücken ist es auch nicht. Hm. Scheiß Spiel. Jo. Frisbee halt. Was haben wir noch Schönes? Das letzte. Dann. Dann. Ja. Achso. Nee, das war's tatsächlich mit den Spielen. Ach, das war's schon. Okay, ja. Auch nicht schlecht.
So, das waren die California Games. Nächstes. Chips Challenge. Sparen dir deinen Weg durch 144 Level von herausfordernden, labyrinthartigen Pfaden und Rätseln. Ramme Blöcke voller Erde zusammen, um die Brücken über Gewässer zu erreichen. Oder verwende sie als Schutz gegen Kirschbomben. Todbringende Wanzen sind hinter dir her. Unsichtbare Abtrennungen blockieren dich. Farbige Schlüssel können Türen öffnen. Sammle alle Chips in einem Level, bevor du zum nächsten gehst. Das nach Boulder Dash. Ja, oder ein Werbespiel eines Chipsfabrikanten, basierend auf Boulder Dash. Netter Sound. Marvel is sitting down next to him. Mhm. Rätselspiel. Mhm. Hä? Kann ich es da nicht rüberschieben? Keine Ahnung. Außer, dass wir hoffentlich in den nächsten 12 Level neue Musik haben. Wenn so langsam. Ach, man muss erst drauflatschen. Aha. Und den muss ich glaube ich erkennen. Die tödlichen Wanzen.
Ja, tolles Spiel. Leicht nervige Musik. Mal später. Konfusion. Bringe jeden Konfuzius-Bombe in einem industriell Anlagen mit dieses Level zur Explosion mit jeweils 8 Bereichen auf 8 Etagen. Du hast Zugriff auf das erste Level in den, was? Auf das erste Level in jedem der ersten 6 Bereiche. Führe zu brennenden Zündern für jede Bombe durchs Schieben der Paletten und die Komponenten der Bombe zu bewegen. Einige Bereiche haben Sprinkleranlagen, die den Zünder löschen können. Musik und Uff. Mhm. Confusion. Verwirrung. Buben? Ja, bin ich zu blöd für die Steuerung. Ist genau spiegelverkehrt. So wie man denkt, dass es richtig ist, dass man das schwarze Loch steuert. Nee, so ist es nicht. Es sind immer genau die entgegengesetzten Richtungen. Spiegelverkehrte Achsenumdrehung. Ist doof. Ich meine, man könnte jetzt einen Joystick um den Kopf drehen, dann würde es wieder hinhauen. Cosmic Causeway. Donner durch 24 neue gefährliche Strecken in 6 Abschnitten. Überwinde Hindernisse und Aliens und sammle Guthaben. Weiße Scheiben. Am Ende jedes Abschnitts befindet sich ein Drache, den du bezwingen musst. Die Zeit am Ende eines Levels, die übrig ist, überträgt sich automatisch auf den nächsten. Verbleibende Zeit wird im Bonuspunkt umgewandelt, beschießt die Alien mit der Vorwärtstaste. Hä? Wir haben mal die Vorwärtstaste? Was in der Richtung? Schon wieder der Ball. Jo. Jetzt neu in 3D. Das Ende. Mhm. Verkackt oder? Jo. Aha. Nächstes. Eins schaffen wir noch. Genau. Creatures! Zerstöre die Dämonen und rette deinen Mitspieler. Was könnte einfacher sein? Schieße Feinde ab und hole dir diese viele Magic Potion Creatures NPCs wie möglich. Nur Feinde, die weiß blinken, wenn sie getroffen sind, werden auch besiegt, können auch besiegt werden. Wenn du jedes Level überwindest, gelangst du zur Hütte der Hexe. Sie verwendet NPCs, um einen Zaubertrank zu mixen, der dir besondere Extrawaffen gibt. Mhm. Creatures, sie haben keine Eier mehr. Hä? War mal eine Fehlermeldung aus Creatures für den PC. Ach so, dieses KI-Ding da. Genau. Da bin ich auch nicht klar gekommen damit. Super süß anzuschauen, die Welten, und super interessant, aber ich hab die Steuerung nie kapiert. Sie haben keine Eier mehr. Cooler Sound, frag ich jetzt mal so zu bauen.
Erinnert mich an Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins? Ghosts and Goblins, genau. Zuerst verliert man seine Worte und dann sein Leben? Einmal kann man getroffen werden. Kann gut sein, dass das sowas wie... Der Titel sagt mir auch irgendwas. Kann das sein, dass der im Zusammenhang mit Ghosts and Goblins schon mal erwähnt wurde? Aber cooler Sound. Sie haben keine Eier mehr. Hm? Auch schade. Gut, bin ich zu schwer, zu blöd für, krieg ich nicht hin. Dann war's das. So, dann war's das auch für dieses Video. Ich bedanke mich wieder wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis gleich. Tschüss.